Hallo und herzlich willkommen am Waldrand. Ganz spontanes kleines Videöchen. Ich hatte es doch gefunden. Es sollte hier irgendwo wachsen und hier ist es nun tatsächlich das gefleckte, das hübsche da rechts von mir, Knabenkraut. Da ist es. Wusch. Und da ich diesmal so schlau war, das Makroobjektiv anstatt das Teleobjektiv dabei zu haben, können wir jetzt noch ein paar Großaufnahmen von dem Ding machen und noch ein paar Takte dazu erzählen. Es war schön, es war selten, es steht unter Naturschutz, deswegen darf ich es auch nicht ausreißen. Wäre jetzt einfacher für die Kamera, aber nein, machen wir nicht. So, könnte eine insgesamt etwas wackelige Angelegenheit werden. Das liegt erstens daran, dass ich die Kamera nicht hundertprozentig ruhig halten kann, aber ich gebe mir große Mühe. Und B, geht ein bisschen Wind und das Knabenkraut an sich wackelt hier ein wenig. Also, wir haben es hier mit einer Orchidee zu tun. Das ist tatsächlich eine der wenigen einheimischen deutschen Orchideen. Also was heißt deutsch, mitteleuropäisch eher. Und einer sehr schönen, wie ich finde. Sehr viele, sehr kleine Blüten, die sind, das kann man jetzt hier aufgrund des doch großen Bildes gar nicht so sehr erkennen, die sind ungefähr so, wenn man ein Kästchen drumherum malen würde, dann hätte es ungefähr einen Zentimeter Kantenlänge, so in etwa. Fahren wir mal hier hin. Genau, jetzt können wir da schön hoffentlich halbwegs erkennen, dass es sich halt eben wirklich um eine Orchidee handelt mit dem typischen, wer selbst da eine Orchidee stehen hat, mit dem typischen Orchideenblüten eben abgespreizt in gefühlt alle Richtungen. Sehr, sehr, sehr charakteristisch für eben die Orchideen. Viele Orchideen haben als Strategie die Option entwickelt, mit eben ihrer Blüte so ein bisschen Teile, die für eben die zu bestäubende Bestäubungsinsekten attraktiv wirken, nachzubilden. Es gibt also Orchideen, die sehen für die entsprechenden Bestäuber so aus wie das Hinterteil vom Weibchen beispielsweise, wenn die männlichen Viecher zum Bestäuben da sein sollen. Also das ist nur ein Beispiel. Das ist hier jetzt sicherlich nicht der Fall. Ich glaube beim Knabenkraut generell und beim gefleckten Knabenkraut hier im Spezielleren handelt es sich eher so um eine generell attraktive Blütenform. Das wird auch von so ziemlich jedem bestäubt, der auch nur ansatzweise Interesse an schönen Blüten hat. Bietet dann auch eine ganz nette Menge an Nektar an. Aber soweit ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, wie gesagt, es ist ein spontanes Video. Mal gucken, ob ich das noch irgendwo widerlegt finde. Ansonsten glaube ich schon, das mal gehört zu haben, ist beim Knabenkraut im Grunde gar nicht so viel zu holen. Es ist also mehr Schein als Sein, so wie viele sehr, 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 sehr schöne Dinge in der Natur zwar sehr, 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 sehr schön sind, aber nicht unbedingt zwingend immer das versprechen müssen, wonach sie aussehen. Hin und wieder sind es ja dann auch mal gerne tödliche Fallen. So, wir gehen mal hier zu dem hinteren Exemplar. Das ist noch von der Färbung her etwas beeindruckender. Und da kann man auch noch die Fleckungen auf den Blüten erkennen. Ja, da sieht man es ganz gut. Ich kann das jetzt leider nicht wackelfrei erhalten, weil ich den am ausgestreckten Arm halten muss. Aber die sind schon wirklich, wirklich sehr hübsch. Also das Lustige bei Orchideen ist ja immer, dass jede zehnte Pflanze auf dem Planeten, die man bisher gefunden hat, ist eine Orchidee. Orchidee ist die artenreichste Familie im ganzen Pflanzenreich. Es gibt also wirklich unglaublich viele Orchideen. Und lustigerweise sind wir trotzdem der Meinung, dass es offensichtlich noch nicht genug sind. Orchideen sind nämlich auch die Gattung, die am allermeisten von uns gezüchtet wird, züchterisch verändert wird, um nochmal irgendwelche speziellen Formen einzunehmen. Man könnte meinen, dass die vielen, vielen tausend Orchideen, die natürlich vorkommen, eigentlich ausreichen würden für die Floristik. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Man muss da noch mehr von züchten. Also ja, das gefleckte Knabenkraut. Schauen wir uns noch die Blätter an, die sind wichtig. Ja, so, hier sehen wir ein Blatt.
Und da haben wir auch schön die entsprechenden Flecken. Einmal hat das gefleckte Knabenkraut eben die Flecken auf der Blüte und die Knabenkräuter per se haben auch diese lustigen schwarzen Flecken eben entsprechend auf den Blättern. Wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, schaut bitte hier nochmal beim Video oder schreibe ich es euch gegebenenfalls nochmal drunter, wenn das jetzt nicht mehr ganz korrekt ist. Die Flecken auf den Blättern können im höheren Alter bzw. im jüngeren Alter weniger bzw. noch deutlicher sein. Ich glaube, wenn die Pflanze tendenziell getrocknet ist, sieht man die Flecken gar nicht mehr. Das heißt, man kann die also auch nicht im Herbarium aufbewahren. Herbarium ist ja so eine Sammlung von Pflanzen, die man presst und dann im getrockneten Zustand aufhebt, um dann halt eben daheim jederzeit ein bestimmtes Exemplar rumliegen zu haben, bei dem man sagen kann, okay, genau das ist es jetzt, das ist mein Musterexemplar, die entsprechend anderen Pflanzen kann ich damit vergleichen. Jeder Botaniker legt sich irgendwann im Laufe seines Lebens mal ein Herbarium an, ich habe auch eins. Ja, okay, meins ist noch im Werden, ehrlich gesagt, aber ich habe zumindest ein bisschen was. Und ja, das wäre Blatt Nummer 1. Wenn wir jetzt hier weiter runter gehen, dann sehen wir Blatt Nummer 2 hier rechts im Bild und da ist dann noch Blatt Nummer 3 jetzt wieder unterhalb links im Bild und dann sehen wir weiterhin, dann ist die Pflanze auch fertig unten. Die hat nämlich genau 3 große Blätter. Hier kommt, wie man hoffentlich sehen kann, noch ein viertes, das ein bisschen eine Rolle spielt. Das ist aber schon deutlich kleiner, obwohl, wenn man es ein wenig dreht, dann sieht man, nein, es ist nicht deutlich kleiner. Also 4 halbwegs große Blätter, hier kommt noch ein fünftes, das noch ein bisschen eine Rolle spielt und dann werden sie aber wirklich deutlich kleiner, ne? Ja, das habe ich jetzt, sorry mit dem Scharfstellen. Man bräuchte noch eine dritte Hand. Ja, da werden sie wirklich deutlich kleiner. Hallo Knabenkraut übrigens. Ja, nicht aufregen, ich bin gleich wieder weg. Dann kannst du in Ruhe weiter wachsen. Ja, und hier sind wir auch schon wieder bei der Blüte. Also, worauf ich hinaus möchte, das ist nämlich wichtig. Knabenkraut hat als Orchidee erstaunlich wenig grüne Pflanzenmasse. Gut, es gibt noch andere Pflänzchen, die mit recht wenig Blattgrün klarkommen. Aber es ist bezeichnend und es gibt dafür sogar auch noch ökologische Gründe. Nämlich Orchideen grundsätzlich haben alle einen Fußpilz, sind alle mykorrhizifiziert. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Fachbegriff ist. Sie haben alle einen Mykorrhizapilz am Fuß. Und das Wesentliche ist, dass sie für ihre Verbreitung nur winzige Sporen nutzen. Ja, also diese kleinen Blüten hier. Man könnte meinen, da kommt irgendein gescheiter Samen bei raus. Nein, tut er nicht. Es kommt genau genommen eigentlich fast gar kein. Also streng genommen ist es schon ein Samen. Aber der ist wirklich winzig klein. Und durch die geringfügige Größe von dem Samen lässt er sich halt wunderbar per Wind dann auch verbreiten. Ne, zur Bestäubung, da sind die Insekten zuständig. Die Samenausbreitung, das erledigt bei Orchideen meistens der Wind. Deswegen sind die so winzig. Und die können nur keimen, wenn sie halt irgendwo auf einen Boden fallen, an dem der für die jeweilige Orchideenart zuständige Mykorrhizapilz bereits im Boden sitzt. Das macht es also ziemlich unwahrscheinlich, dass eine Orchidee irgendwo anders vorkommt, als da, wo sie ohnehin schon vorhanden ist und wo der Pilz sich entsprechend ausbreitet und die Orchidee dann mit ihrer Ausbreitung dem Pilz hinterher sich ausbreitet, sozusagen. Also wirklich ganz, ganz was Spezielles und gerade in den Tropen ist das ein Thema, das dann komischerweise aber seltsam wirklich funktioniert. Ja? Also der Pilz schafft es wohl, sich so weit auszubreiten, dass die Orchidee sich auch ausbreiten kann, ist aber ein Prozess, der einfach Zeit bedarf und deswegen ist ein Vorkommen von entsprechenden Orchideen wie diesem hier eben in dieser Wiese wirklich was Seltenes und es dauert lange, bis das mal ankommt in Wiese A und noch länger, bis es dann in Wiese B auch vorkommt. Die einzelnen Vorkommen sollten also geschützt werden, so, und deswegen haben wir hier auch ein rot-weißes Band und deswegen hocke ich auch nicht mitten in der Wiese, sondern nur am Rand von der Wiese. So, und das war's auch schon. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.